Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute ist Marbon, Herbst, Tag und Nacht gleiche. Tag und Nacht sind heute in Waage. Langsam beginnt die dunkle Zeit und wir bereiten uns auf die Ahnen vor, auf das Ahnenfest Samhain. Aber Marbon ist erst einmal eine Zeit des Erntedankes, der Dankbarkeit, des Ziehens von Resümees, von Überlegungen, was wir alles geschafft haben in diesem Jahr oder was wir im nächsten Jahr noch wieder auf den Weg bringen wollen. Wir danken den Göttern und unseren Geistern, unseren Schutzwesen für ihr Geleit und für all die guten, wie aber auch die schlechten Dinge, die uns in diesem Jahr widerfahren sind. Die Ernte ist eingefahren. Auf jeden Fall ist es hier so. Früher gab es natürlich nicht den Mais. Der Mais wird meist jetzt hier erst im Oktober oder sogar erst im November geerntet. Aber Mais ist ja nun keine Pflanze, die von hier ist. Und wenn man halt die einheimischen Felder und Wälder betrachtet und auch die Wiesen, so ist es jetzt die Zeit, wo alles Korn und alles andere langsam in die Vorratsräume gebracht wird, die Birnen und die Äpfel von den Bäumen geerntet werden und wir alle mit den Wochen jetzt im September und Oktober langsam auch herunterfahren, also nach innen gehen, eine Innenschau abhalten und zur Ruhe kommen. Merklich wird es natürlich jetzt auch dunkler. Heute ist es bei uns hier im Zaubergarten sehr, sehr ruhig. Es ist fast windstill und auch die Vögel sind relativ ruhig heute. Ein paar Raben krächzten hier, als ob sie sagen würden, schaut mal, wir sind jetzt da, unsere Zeit ist angebrochen. Odin schickt uns, um zu schauen, wer jetzt zu holen ist. Denn auch die dunkle Zeit ist ja auch die Zeit, in der die Statistiken werden das wahrscheinlich nicht beweisen, aber in der viele bewusst auch gehen oder auch unterbewusst geholt werden in das Reich der Frau Hel oder zu Odin, wie auch immer. Und heute ist es hier sehr, sehr seltsam in den Energien. Es ist sehr ruhig. Der Wind ist nicht da, der eigentlich hier an der Nordseeküste immer da ist. Und man merkt einfach, die Natur atmet ein und wartet, was passiert. Bevor die Herbststürme alles von den Bäumen wehen, die Kastanien herunterholen, die letzten Blätter auch abfegen und alles tot ist, ist noch einmal die Üppigkeit zu sehen. Unser Eisenkraut blüht noch und auch die Kapuzinerkresse. Sogar das Johanniskraut ist noch gelbblühend hier hinter mir. Und es scheint noch alles da zu sein, fruchtbar zu sein. Aber das ist nicht mehr lange so. Für uns heißt es jetzt, Innenschau zu halten, dankbar zu sein und uns vorzubereiten auf eine wunderschöne dunkle Zeit, eine Zeit des Schlechtwetters meistens. Ich hoffe natürlich, wir haben noch einen schönen Spätsommer oder einen schönen Frühherbst, wie auch immer man das Ende September nennen mag. Ja, alles ist nun in Waage und wir sollten das auch sein. Das heißt, auch wir sollten jetzt in Waage gehen und alles Revue passieren lassen, um Ausgleich bitten, verzeihen und dankbar sein. Und ja, damit wünsche ich euch eine wunderbare Zeit bis zu Samhain, wie man das auch nennen mag, bis zur Zeit der Toten. Und ja, bleibt dankbar, bleibt verzaubert. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, so würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert oder den Daumen nach oben macht. Ihr könnt gerne kommentieren oder auch Themenvorschläge natürlich wie immer einreichen über meine E-Mail-Adresse. Ich erzähle euch natürlich nicht so viel jetzt über die Marbon-Zeit, weil so etwas ist so vielfältig mittlerweile im Netz, in den Büchern und auch bei YouTube zu finden. Deswegen brauche ich nicht ins Detail gehen. Das war ein kleiner Gruß, ein kleiner Herbstgruß aus dem Zaubergarten. Ja, bleibt verzaubert, eine wunderbare Zeit. Bis dahin.